spektakuläre Notlandung hat es heute am Flughafen in Innsbruck gegeben. Sie wissen es, die Eurofighter sind gelandet und das Ganze war natürlich eine Übung. Das österreichische Bundesheer hat zum ersten Mal die komplette Landung zweier Eurofighter in Innsbruck trainiert. Das Manöver, das konnte sich sehen lassen, alles ist glatt gegangen. 9.43 Uhr, Flughafen Innsbruck. Das Wetter spielt mit, alles ist einsatzbereit. Und wartet auf zwei Kampfflugzeuge des österreichischen Bundesheeres. Eine Übungslandung, erstmals ausgeführt. Alles muss passen, wenn ein echter Notfall eintritt. Es kann immer etwas passieren, zum Beispiel dass ein Zeltweg, was ja an für sich der Haupteinsatzplatz des Eurofighters darstellt, die Runway blockiert ist, also die Piste. Und dann müsste man auf einen Ausweichflugplatz gehen. Und dazu machen wir genau diese Übungsserie und diesmal die Erprobung mit Innsbruck. Mit leichter Verspätung treffen sie nacheinander ein. Zwei Eurofighter, an Bord ein Waffenarsenal aus Attrappen und erfahrene Piloten. Mit dem Föhn ist Innsbruck halt immer eine ganz Besonderheit. Ja. Da muss man aufpassen, dass man gerade am Final kurz vor dem Aufsetzen eine größere Fahrtmessersprünge hat. Aber heute war das nicht kein Problem, muss ich sagen. Ist alles Bilderbuch verlaufen. Ja. Ganz unspektakulär werden die beiden Kampfflugzeuge dann in den Hangar verräumt. Wenige Stunden später werden sie Innsbruck wieder.